Es gibt bestimmte Konjunkturen und sehr starke Themenschwerpunkte in der Frauen- und Geschlechtergeschichte. Hier spreche ich jetzt wirklich nur über westliche, eigentlich nur über die deutsche Gesellschaft und ihre Geschichte. Das ist mir wichtig. Auch, aber auch in anderen Bereichen, Gebieten, also regionalen Gebieten, gibt es andere Themenschwerpunkte. Für diesen Bereich kann man ganz klar sagen, dass das Interesse der Frauen- und Geschlechtergeschichte sich zunächst sehr stark auf politische Partizipation im weitesten Sinne konzentriert hat. Also da geht es zum Beispiel um Beteiligung von Frauen am Widerstand gegen den Nationalsozialismus oder auch die Frage, inwieweit haben Frauen den Nationalsozialismus unterstützt, möglicherweise durch spezifische weibliche Formen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt gewesen. Aber auch Beteiligung an Wahlen, das Frauenwahlrecht, denken Sie an das letzte Jahr. 1918, 1919 haben wir 2018, 2019 gefeiert, dass die Frauen in Deutschland seit 100 Jahren erst, muss man sagen, das Wahlrecht haben und sich entsprechend gleich wie die Männer an den Wahlen hier beteiligen können. Das war auch ein wichtiger Punkt, zu dem sehr viel Forschung geleistet worden ist. Aber auch die rechtliche Stellung, die Rolle der Mutterschaft, die Frau in Ehe und Familie, die rechtliche Einordnung gegenüber Mann, kann sowohl Vater als auch Ehemann, ist sehr stark historisch untersucht worden. Da ist übrigens der Vergleich mit den anderen Ländern in Europa sehr aufschlussreich. Da wissen wir halt inzwischen, dass es in Skandinavien eher dieses nordische Modell von Mutterschaft und Familie gegeben hat, das sehr viel gleichberechtigter gegenüber Frauen und ihren Positionen aufgestellt ist, als sagen wir mal in eher katholischen Ländern. Ein wichtiges Ergebnis der Frauen- und Geschlechterforschung. Soziale Lage ist ein sehr wichtiges Thema. Stichwort Arbeit. Und zwar Arbeit sowohl als Erwerbsarbeit, aber auch Hausarbeit. Das hat die Frauenbewegung sehr stark in die Diskussion gebracht, dass Hausarbeit als Arbeit angesehen wird und das auch historisch zu untersuchen. Aber auch Arbeitsverhältnisse. Bis heute haben wir das Thema, dass es ungleiche Bezahlungen zwischen gleicher Arbeit, die von Männern und Frauen geleistet wird, gibt. Oder auch, wie überhaupt Arbeitsverhältnisse gestaltet worden sind. Hier wäre vielleicht das Stichwort Leichtlohngruppen wichtig. Die sind erst in den 1970er Jahren abgeschafft worden. Das war die klassische Möglichkeit der Arbeitgeber, Frauenarbeit niedriger zu entlohnen, weil die Arbeit angeblich leichter gewesen ist. Oder auch Armut ist hier ein wichtiges Thema gewesen. Und ein ganz wichtiger Bereich ist der gesamte kulturelle Bereich, also Weiblichkeitsentwürfe und deren Umsetzung, deren Umgang damit im Bereich der Kultur, Mythen, Märchen, bildliche Darstellungen, Allegorien, in all diesen Fragen kann man unheimlich viel über Weiblichkeit und Männlichkeit und wie Gesellschaften damit umgehen erfahren. Oder auch die Rolle der Religion. Die Frauen immer als das religiöse Geschlecht dargestellt, was eine sehr interessante Fragestellung eigentlich ist, stimmt das eigentlich und woher kommt diese Vorstellung? Das hat viel mit der Konzeption von Weiblichkeit zu tun. Und zuletzt muss man ganz klar sagen, wichtiger Bereich ist auch ganz klassisch berühmte Frauen und ihr Beitrag zur Geschichte. Das ist immer wieder ein Thema, das sehr viele interessiert. Und an dem Beispiel kann man auch viel erläutern. Also warum gab es dann doch so berühmte Herrscherinnen wie Elisabeth I., Maria Theresia und so weiter. Warum konnten sich diese Frauen in dieser männlich dominierten Politikwelt durchsetzen? Die Antwort lautet ja, weil sie das nicht als Frauen getan haben, sondern als Personifikation des Herrschertums, des Königstums oder des Kaisertums. Und da war es dann in bestimmten historischen Bedingungen nicht wichtig, ob diese Person Frau oder Mann war. Hat aber mit Frauen und Männern eigentlich nicht viel zu tun. Das würde ich sagen, sind die wichtigsten Themenbereiche. Daran sieht man schon, ist eigentlich praktisch alles. Ja? Wirtschaft, Kultur, Soziales, Gesellschaft. Auf all diesen Gebieten hat es wichtige Forschungen gegeben in den letzten 30, 40 Jahren mit wichtigen Ergebnissen. Und die Forschung geht da, glaube ich, ganz gut voran. Mir ist wichtig, hier nochmal zu betonen, dass das, was ich jetzt gesagt habe, alles sehr stark auf Frauengeschichte bezogen war.
Und wichtig ist zu wissen, dass es auch neue Bereiche der Geschlechtergeschichte gegeben hat. Also da, wo es um die Beziehung zwischen Männern und Frauen, ihre nicht im Sinne von persönlichen Beziehungen, sondern den gesellschaftlichen Beziehungen geht. Und auch da hat es sehr gute Arbeiten über Rechtsprechungen zum Beispiel gegeben. Denken wir ans Scheidungsrecht. Ja, das betrifft Männer und Frauen. Oder auch über politische Beteiligung diskutieren wir bis heute. Frage der Parität und ob das gesetzlich zu verankern wäre. Im Kulturbereich, ganz wichtig, finde ich, da gibt es immer noch Ausstellungen, die Männer als Genies darstellen und Frauen als die Zuarbeiterin. Oder auch ganz klassisch die Übertragung der bürgerlichen Geschlechterordnung des 19. Jahrhunderts auf Erzählungen. Denken Sie an historische Romane, der Medikus. Da wimmelt es von bürgerlichen Vorstellungen, wie Männer und Frauen zueinander stehen, unabhängig von dem Zeit, von der Zeit, in der dieser Roman tatsächlich spielt. Das sind Dinge, die auch aus einer geschlechterhistorischen Perspektive, wie gesagt, wenn man die Brille erstmal aufhat, sofort ins Auge fallen.